Was geht ihr Luschen da draußen und herzlich willkommen hier zu V2.0 mit mir Xbox Scherbel und heute zu Uprising, das zweite Download Pack für Black Ops 2 und wir fangen ja auch gleich mit der ersten Karte Encore an. Ich laufe mal hier kurz durch und zeige euch mal die Karte so um Kroppen, Großen und Ganzen besser gesagt. Und währenddessen ist hier so rumrushe durch die Map. Wollte ich ein Thema angehen und zwar, ich habe ein paar von euch haben mich gefragt, ob jetzt private Nachricht oder in Kommentaren von Videos haben mich gefragt, was ich mir jetzt als nächstes hole. Ob ich mir jetzt die neue Xbox hole oder die neue PlayStation. Ich weiß es jetzt selbst noch gar nicht. Eigentlich bin ich ein stolzer Xboxer, aber es gibt ein paar Punkte, die mir auf den Sack gehen, die noch nicht bekannt geworden sind. Also die Xbox wurde bis jetzt noch nicht veröffentlicht, also besser gesagt vorgestellt oder was auch immer. Die wollen sie jetzt nächsten Monat vorstellen. Eigentlich wollten sie diesen Monat vorstellen, aber diesen Monat hat es nicht geklappt, weil sie nicht genug Spiele da haben. Deswegen wurde es jetzt auf den nächsten Monat verschoben. Und da bin ich mal gespannt, wenn die Xbox jetzt angekündigt wird und die paar Punkte, die mir auf den Sack gehen, ja, sind einmal hier, dass man zwangs-online, also dass man immer online sein muss und überhaupt spielen zu können, auch ob jetzt die Story oder einfach nur ganz alleine. Man muss immer online sein mit der Konsole, ansonsten geht da gar nichts. Also wenn das da so vorkommen sollte, dann ist es scheiße. Dann glaube ich, ist schon mal ein großer Minuspunkt. Zweiter Minuspunkt, eigentlich der Preis, wenn der jetzt wieder bei 600 € liegen sollte, wie damals bei der Xbox 360. Ja, damit kann man noch leben. Aber der dritte und schwerste und schlimmste Punkt für mich wäre, wenn es dann so sein würde, dass man mit der Konsole keine gebrauchten Spiele mehr spielen kann. Das heißt, ich kann keinen Freund mehr ein Spiel ausleihen, er kann mir keins mehr ausleihen und mal so durchzocken und dann hin und her geben. Das geht alles gar nicht mehr. Das wäre, also wenn die Sperre drin sein sollte, dann auf jeden Fall PlayStation 4. Und wir kommen jetzt mal zu der zweiten Karte Magma. Ja, bei Magma ist es so eine Sache, da ist immer an manchen Punkten Lava. Und wenn man so ein bisschen drauf läuft, dann fängt der Typ da ein bisschen an zu beschweren. Er sagt dann, wenn man länger drauf bleibt, dann stirbt er. Ich sag's euch gleich mal, wie es genau aussieht. Hier hinten Lava, genau hier ist der Startpunkt von uns. Von einer Seite, ich laufe jetzt mal komplett erstens außen rum und dann in der Mitte. So, die Tür, die geht nicht auf. Ja. Das war so mein Thema. Lacker, aber. Was ist denn das hier? Fledermaus oder was? Egal. Und Fisch. Kein Bock auf Fisch. Ja. Da geht's rein. Was ist denn hier? Genau, da geht's raus. Aber er klettert nicht wirklich raus. So, er geht nur so an die Kante. Weil wenn ich jetzt rausspringen würde, genau, dann wäre ich tot. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Das ist so meine Punkte, die ich mir so vorstelle, wo eine Konsole haben muss. Denn es gibt Leute da draußen, ja, die haben keine feste Internetverbindung, ja. Und man muss auch an die denken, ja. Oder nicht jeder hat eine Flat, eigentlich schon, doch. Was passiert? Hier, das meine ich, wenn ich länger da bleibe, sterbe ich. Ja. Egal. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen tendiere ich eher zu der Xbox, aber was die Xbox sein für Funktionen haben könnte und hin und her, das weiß man jetzt noch nicht. Angeblich sollte die gleiche, fast die gleiche Leistung wie die PlayStation 4 haben. Das ist ja wie damals bei der Xbox 360 und der PlayStation 3 auch so gewesen. Die sind fast identisch gewesen von der Stärke und der Grafik her und bla bla bla. Nur der einzige Pluspunkt bei der PlayStation 3 war einfach nur der Blu-ray-Player und bei der Xbox leider nicht, aber bei der neuen Xbox auf jeden Fall. Und jetzt hier, Verdigo. Die kennt man, die Karte. Wie jeder von euch, der Black Ops, die Story bei Black Ops 2 durchgespielt hat, war auch auf der, ja, auf der Karte jetzt. Ja, ich glaube doch, trotzdem war es Verdigo, das war die Karte. Und jeder Lusche da draußen von euch, der den Season Pass für Black Ops 2 hat, bekommt diesen Download hier natürlich kostenlos. Das sind natürlich diese vier Karten neu dabei. Und den neuen Zombie-Modus, den ich euch auch gleich noch im Anschluss zeigen werde. Und dieser Erweiterungspack Uprising hier, das ist der vorletzte, den man bekommt. Es kommt also nochmal eins. Ich nehme an, es wird so Juli, August sein, bis man den letzten dann bekommt. Und dann, ja, dann ist ja nicht mehr lang, bis das nächste Call of Duty rauskommt. Ja, den dritten kriegt man natürlich auch noch kostenlos. Bei den Season Pass sind drei Pakete dabei. Und der dritte erscheint, wie gesagt,
war vermutlich so lass mal da liegen. Oh, da geht's aber richtig tief runter. Im Juli, August, ja, spätestens September, nicht mehr lange. Ja, okay. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Oder nein, also vorhin, wo ich mir noch hier die Erweiterung runtergezogen habe, habe ich gesehen, also wir haben jetzt den 16.04. Wir haben jetzt circa 13.10 Uhr, das heißt, vorhin, vor einer Stunde oder was, wo ich mir dieses Uprising oder was heißt hier mal runtergezogen habe, gab es immer noch Doppel-EP. Also ihr könnt noch online kommen, schön Doppel-EP abzocken, ja, das ist auf jeden Fall noch möglich. Das würde ich noch an eurer Stelle tun. Und falls die Frage dann mitten im Spiel kommt hier, es gibt eine Listenaktualisierung, wollen Sie die übernehmen, dann macht man auf Nein und dann kann man so lange wie die Xbox aus ist, an ist, noch die Doppel-EP ausnutzen und den Bonus Nuketown spielen und alles. Also ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu der nächsten Karte und die hat es wirklich in sich und zwar Studio. Warum sage ich immer und zwar? Hä? Egal. Und zwar, ja, die Karte ist was ganz Besonderes. Was ganz, ganz Besonderes und zwar jeder von euch, der Black Ops 1 gespielt hat, wäre die Karte jetzt extrem bekannt vorkommen. Ich laufe mal jetzt durch und sag erstmal nichts und bin mal ruhig. Na. Das Auto ist kaputt, das weiß ich nicht. Kommt ihr schon drauf? Welche Karte ist das hier? Dick, dack, dick, dack. Die Zeit läuft, Leute. Komm schon, ratet. Wow. Was für ein Riesenvieh. Aber das Studio ist richtig geil hier. Da gibt es sogar noch einen Western-Abteil und. Gehen die Fässer hoch? Ja, die gehen auch hoch. Warte mal. Boom. Und? Meine Güte, kommt immer noch nicht drauf. Geile Stadt, hä? Komm ich mir vor wie Godzilla hier, bruh. Und? Ist das Fluch der Karibik hier, oder was? Ahoi! Ihr Matrosen da draußen! Und? Kommt ihr schon drauf? Warte mal, ich mach's euch noch leichter. Es gibt hier einen Punkt, da kann man schön hochgehen. Moment, hier gibt's nichts mehr. Hier geht's hoch. Komm schon, Leute, jetzt müsst ihr doch drauf kommen. Wie sieht die Karte aus hier? Und ich geh mal hoch. Durch das mal, dann kann man rüberspringen. Und? Genau, ihr habt's geschafft. Da geht's auch noch hoch. Es ist eigentlich eine 1:1 Kopie von der ersten Map hier von Call of Duty 1 Firing Range. Sieht genau gleich aus, die gleichen Stellen. Es ist exakt die gleiche Karte, bloß ein bisschen hier umgebaut und schon kann man damit wieder Kohle machen. Aber egal, ist richtig geil. Firing Range war sowieso schon immer so eine geile Karte, aber es ist wirklich exakt alles gleich drin. Hammer! Jo, jetzt bin ich mal ruhig und zeige euch die Einführung zu dem neuen Zombie-Modus. Hey, viel Spaß. Das hatten wir doch alles bestimmt schon 50 Mal. Und wir haben es noch 50 Mal, wenn es dann sein muss. 9.30 Uhr, Licht aus. Die Wache hat Rundgang. Wie geht's uns denn heute, Ferguson? Familie gesund? Alles prächtig, Mr. DeLuca. Mein Sohn Tommy ist fast 6 jetzt. Wie die Zeit vergeht. Hey Finn, ein heißer Tipp fürs Rennen am Samstag? Ich bin schon dran. Jetzt gerade. Bringst du ihn zum Schweigen? Oder muss ich das tun? Du kennst die Regeln, Hanson. Klappe halten. 9:35. Das Wiesel fängt mit seinem üblichen Lied und Tanzen an. Verdammt, Arlington! Holen Sie schnell den Gang! Das klingt wieder falscher Alarm. Sobald das Wiesel die Schlüssel hat, gehen wir über zu Phase 2. Dann mal los. Bitteschön, Leute.
Mit bestem Dank an die Privatsammlung der Wache. Waren das die Jungs in der Wäscherei? Da kannst du einen drauf lassen. Was zum Teufel? Der war tot. Du warst viel zu lange in der Zelle, Al. Du weißt nicht mehr, wie man das macht. Was zum Teufel? Da stimmt was nicht. Hier geht was echt Seltsames vor. Sag los, Wiesel. Wo kommen diese Scheuer her? Oh, Scheiße. Burning dinosaur bones. I'll take the river down to still water and ride a pack of cars. So, das war's. Mehr gibt's im nächsten Video. Oder nein, komm, ich will hier kein Arschloch sein. Ich zeige euch hier die erste Runde. Komm, ich spiele mal die erste Runde extra für euch, damit ihr es ungefähr mal euch vorstellen könnt, wie der Zombie-Modus so ist. Man fängt an als Geist quasi hier. Man kann in solche Räume gehen hier, Elektrogeräte wieder in Gang setzen. Das kann man aber nur machen, wenn man tot ist. Und dann kann man hier rumrushen und sich selbst wiederbeleben. Das hat man ungefähr, glaube ich, dreimal hier unten. Das blaue Extra. Wo bin ich? Was läuft hier? Tada, tada, tada. So sieht's aus, wie am Anfang. Wo sind die Zombies? Hier, Zombie. Wie gesagt, ich spiele nur eine Runde für euch, damit ihr ungefähr euch ein Bild machen könnt, wie es aussieht. Mehr vom Zombie-Modus werde ich auf jeden Fall in den nächsten Videos zeigen, weil da hat sich einiges getan. Da gibt es nicht nur neue Zombies, da gibt es sogar neue Waffen, die man aber nur im Zombie-Modus verwenden kann. Aber die sind richtig Hammer und der Zombie-Modus ist wie eine Art Story geworden. Deswegen kann man das hier nicht so auf die Schnelle zeigen. Da werde ich extra noch ein Video machen mit ein paar Kollegen und extra für euch mal ein paar Runden einzucken. Ja, komm schon her, komm her. Zack. Genau, da kann man auch wieder alles zumachen. Übliche. Ja, komm, brauchst du. Ja, komm schon, komm her. Boah, das ist aber ein Riesenvieh, Alter. Komm, stirb doch. Okay. Man hat ungefähr, wie gesagt, drei Leben. Und wenn man jetzt tot ist, kann man wieder reinkommen. Man kann dann mit dem so einem Elektroschock oder was, den Gegner töten und dann sich selbst wiederbeleben. Und dann geht's wieder weiter. Das besteht aus Ebenen. Ich weiß nicht, ob man wieder neun Leben dazu bekommt, aber ich habe jetzt hier wieder zwei Leben. Vorhin hatte ich doch schon erst zwei. Ja. Habe ich wohl einen dritten dazu bekommen? Egal. Je mehr Leben, desto besser. Man muss natürlich die Freunde wiederfinden, die irgendwie verschwunden worden sind. Die verschwunden sind. Ah, lala. Ich höre auf, das reicht für heute, ey. Ich weiß gar nicht mehr, was ich laber. Wie gesagt, Leute, viel Spaß. Abonnieren, liken, kommentieren. Peace and out.